ich sage mal, wie viele andere Chöre, Orchester und Paradiesvogel. Jeder hat seine Nische. Unsere Messlatte ist eigentlich immer zu zeigen, dass dieses Instrument mehr kann, als die Nische vermuten lässt. Rock, es geht Pop, es geht Klassik, es geht eigentlich die ganze Bandbreite. Jetzt steigen wir das einfach mal ein und jetzt hier mal bitte volle Schmacht. Das war jetzt mit Corona natürlich noch umso schwerer als Nischenorchester. In Erscheinung zu treten, sich zu zeigen, weiterhin am Publikum dran zu bleiben. Dann konnten keine Proben stattfinden, dann konnten endlich mal wieder Proben stattfinden, hatten wir auch einen Konzerttermin, der dann wieder aufgrund der hohen Zahlen abgesagt werden musste. Sowohl aus musikalischer Sicht als auch aus organisatorischer Sicht war es ein sehr, sehr großer Aufwand, Corona-konform zu proben. Es geht, wenn man möchte. Es ist natürlich ein sehr komisches Gefühl, weil jegliche Nähe natürlich fehlt. Und es erfordert für alle Beteiligten sehr, sehr viel Disziplin. Es war eine gute Überbrückung und live ist es aber tatsächlich besser. Glaube ich, dieses Corona und die Möglichkeiten jetzt in dem Projekt auch nochmal arg zusammengeschweißt, weil man hier wirklich sagen musste, die Leute wollten auch. Die Leute haben es mitgezogen, extra Proben zu machen etc. Wir feiern nächstes Jahr unser 50-jähriges Jubiläum. Und da war auch das Förderprogramm eine absolute große Unterstützung, um eben überhaupt tätig werden zu können in der Corona-Zeit. Jetzt guckt ihr alle mal in die Kamera und macht bitte mal ein Auftrittsgesicht. Masken sind runter, wir haben keine Masken mehr, wir müssen lachen. Ich mach doch die ganze Zeit. Wer war für den Sekt zuständig? Ja, du hast das ja alles unten rein. Ja, dann holen wir das gleich wieder hoch.